Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video für dich, wo ich ein paar PR-Pakete einfach vorstelle, die mir jetzt in letzter Zeit zugeschickt worden sind. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Sammy ist auch am Start. Der hat sich gedacht, komm, so ein Videofrauchen, da bin ich mit dabei, ne? Ja, ich möchte eigentlich mit dem ersten starten, was mir persönlich am meisten am Herzen liegt. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht auch euch, weiß ich nicht, am Herzen liegt. Ich hoffe es. Und zwar habe ich Post von der Zu Rose Apothekenbox bekommen. Nein, von der Zu Rose Apotheke, genau. Ihr kennt ja die Zu Rose Apothekenbox. Die habe ich schon das ein oder andere Mal hier vorgestellt. Und die haben mich gefragt, ob ich zum einen eine Aktion von denen vorstellen möchte und zum anderen, ob ich von denen zwei Beauty-Boxen oder Beauty-Pakete vorstellen möchte. Und da war ich natürlich gerne mit am Start. Zum einen geht es darum, es sind in diesem Jahr viele Sachen ausgefallen, unter anderem auch Spendenaktionen, die ja organisiert wurden oder sonst immer organisiert werden. Und genau, deswegen hat sich die Elternhilfe krebskranker Kinder aus Leipzig, das ist ein eingetragener Verein, mit der Zu Rose Apotheke zusammengetan und dann wird im Zu Rose Online-Shop ein Postkartenset verkauft für 2,50 Euro und 100% von dem Erlös geht halt an die, ja, an die Organisation. Das sind halt Spendengelder. Wir, wenn wir dort bestellen und diese Postkarten halt auch mitbestellen, einfach für 2,50 Euro mit in den Warenkorb legen, spenden somit und bekommen aber gleichzeitig auch noch diese schönen Postkarten. Die packe ich euch mal eben kurz hier aus. Die sind noch hier mit einer Banderole zusammen. Hatte ich nämlich eben noch in einem Briefumschlag bekommen. Und das sind wirklich schöne, ja, Bilder, ne, von den Kindern, die dort gemalt wurden. Also das sind diese dieser Fächer quasi. Sieht man auch direkt, wenn man auf der Homepage schaut. Ne? Das wird direkt angezeigt. Da habe ich einmal einen blonden Engel, der vor sich hin singt. Finde ich total schön. Also ich finde allein die Postkarten an sich sind ja auch schon sehr, sehr wertvoll. Dann so ein Tannenbaum. Ach, das ist süß, ne? Was man da rein interpretieren kann. Mit einem Haus. Und ich weiß nicht, wie sieht das Kind das? Ist das quasi aus dem Fenster fotografiert? Nein, das ist, als würde das Kind quasi vorm Weihnachtsbaum sitzen. Und ich weiß aber nicht, was dieses Häuschen dazu sagen hat. Ich bin ja keine Mutter, deswegen habe ich noch nie Kinderbilder interpretiert. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie sieht man hier auch so Baumspitzen. Ich, ne, als hätte ein Kind gerade sein Haus gemalt von innen. Das ist richtig süß. Hier haben wir einen Schneemann. Und der Schneemann ist freundlich, denn er hält Futter für die Vögel in den Händen. Das finde ich cool. Das hier würde ich als moderne Kunst bezeichnen, denn ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ja, so rum hält man das wahrscheinlich, ne? Das sind dann wahrscheinlich an den Seiten so halbe Tannenbäume. Hier hinten steht's drauf. Schneetrichter von Marietta, 17 Jahre. Mit dieser Postkarte unterstütze ich gemeinsam mit der Apotheke Zu Rose die Elternhilfe für krebskranke Kinder in Leipzig. Ach was. Okay, das hat ein 17-jähriges Mädchen gemalt. Cool. Wie alt war er oder sie? Das ist der Schneemann von Ronja. Die ist 10 Jahre alt. Oh. Was mit dem Tannenbaum? Das ist, oh, 5 Jahre alt. Das ist große Kunst, ne? Unterm Weihnachtsbaum von Rosi. 5 Jahre. Das finde ich krass. Und den Engel, den hat, das war Taja, 9 Jahre. Der Weihnachtsengel. Ach, Wahnsinn. Und hier habe ich das nächste Bild. Das ist schon sehr, also das kann man interpretieren, wie man möchte. Ne? Das ist jemand, der jemand anderen hochzieht. Ne, der zieht seinen Schlitten über die Klippe. Das ist Anstrengung von Marietta, 17 Jahre. Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Aber schön. Ja, also die 5 Postkarten kann man, wie gesagt, einfach in den Warenkorb legen und für 2,50 Euro dann ja, halt kaufen, wenn man sowieso im Shop unterwegs ist. Ne? Wenn man zum Beispiel diese schönen Boxen kauft, die ich euch gleich zeigen werde. Ja. Kann ich nur empfehlen. Vielen, vielen Dank an das liebe Zu Rose Team, dass ihr mir die Sachen hier so zum Zeigen zur Verfügung stellt und dass ich hier meine Reichweite nutzen kann, um es eben zu kommunizieren. Finde ich echt geil. Ja, ist nämlich eine Herzensangelegenheit. Ich denke, jeder wird jetzt gerade in der Weihnachtszeit auf seine Art und Weise etwas schenken. Sei es Liebe, Aufmerksamkeit oder halt wirklich etwas Materielles oder Finanzielles, ist jedem im Prinzip selber überlassen. Also ich mache auch schon seit Jahren meine Sachen und ja, das ist,
weiß ich nicht. Ich mache es übers Jahr generell überhaupt und dann zum Ende des Jahres hin noch vermehrt, weil ich einfach weiß, dass gerade jetzt in der aktuellen Zeit es manchen Leuten sehr, sehr schlecht geht und da versuche ich dann einfach ein paar mehr Leuten zu helfen, als ich es normalerweise mache. Genau. Ja, es gibt dann auch zwei neue Geschenktaschen oder Geschenkboxen mehr oder weniger, die man dort auch kaufen kann in der Zurose. In neben Zurose Online Shop, in der Zurose Weihnachtswelt. Und die möchte ich beide genauso wie sie hier angekommen sind verlosen, denn eigentlich wollten die mir zwei Sets jeweils zuschicken. Ich habe jeweils eins bekommen und eigentlich sollte ich dann eins davon verlosen, aber ich verlose einfach die beiden, die ich da habe. Genau, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Frauenset. Das ist das Naturliebe-Set. Das habe ich hier noch so verpackt. Nehme ich jetzt aber natürlich aus einer Verpackung, um euch das zu zeigen. Für den Versand packe ich das wieder hier rein. Und zwar haben wir hier drin von Medipharma Cosmetics die Olivenöl leichte Gesichtscreme. Das ist eine schöne Verpackung, finde ich unheimlich schön. Also unheimlich schön, wirklich schön. Die Olivenöl-leichte Gesichtscreme von Medipharma Cosmetics spendet der normalen bis trockenen Haut intensive Feuchtigkeit, strafft und mindert Falten. Kaltgepresstes Bio-Olivenöl versorgt die Haut mit Lipiden und pflegt sie zart und geschmeidig. Enthält 98% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, kein Mikroplastik, keine Parabene, wird in Deutschland produziert, vegane Formel ohne Parabene, recycelbare Verpackung. Und mit Bio-Olivenöl, Hyaluron und Vitamin E finde ich sehr ansprechend. Also das wäre tatsächlich auch so, wie ich dieses Set hier hinbekommen habe, etwas, was ich zu Weihnachten verschenken würde auf jeden Fall. Denn bei mir in der Familie ist es so, dass alle halt irgendwo ne, sensible, trockene Haut haben. Dann habe ich hier ein Micellenreinigungswasser mit Hyaluron 3-in-1 Micellenreinigungswasser. Das ist eine kleine Geschichte mit 50 Millilitern. Das muss man normalerweise nochmal abwaschen eigentlich. Morgens und abends mit dem Wattepad auf Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen und ohne großen Druck reinigen. Hier steht aber drauf, kein Abspülen notwendig. Okay, das ist interessant. Und das soll auch wohl sanft das Make-up entfernen. Finde ich nett. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten. Das ist, glaube ich, alles. Genau, alle vier Produkte sind von Medipharma Cosmetics. Das ist eine Lippenvolumenpflege, finde ich richtig gut. Lässt die Lippen voluminöser erscheinen mit quer vernetzter Hyaluronsäure. Und das hat wohl ein Hint of Tint, nämlich Rosé ist da die Farbe ein bisschen mit dabei. Und das machst du dir mindestens zweimal täglich mit Hilfe des Schwämmchens drauf. Und das sorgt für mehr Volumen und Glanz quasi auf den Lippen. Ich kann sowas sehr gut gebrauchen. Ich habe in letzter Zeit auch sehr viel so Lippenöle in Anwendung und das tut meinen Lippen echt gut. Und diese permanente Pflege einfach, ne? Mit Schwämmchen-Applikator für angenehm softes Auftragen. Ja, dann sollte man das aber wirklich permanent weiterverwenden. Ansonsten finde ich persönlich, spackt dieses Schwämmchen einfach zu schnell zu. Bin ich ehrlich. Und hier haben wir noch etwas mal drin. Das hatten wir auch schon öfters in den Boxen dabei. Ist aber super beliebt. Also ich habe das bei vielen gesehen, die das auch aufgebraucht und verwendet haben, die da echt von geschwärmt haben. Das ist der Hyaluron-Booster. Energie mit pharmazeutischem Hyaluron belebt fallwirkende und müde Haut für einen strahlenden, frischen Teint. Und das ist einfach ein Serum. Das machst du dir unter der Creme drauf und bekommst dann ein schönes Gesichtsbild dadurch. Das Ganze kannst du dann, wenn du es verschenkst, einpacken in diese Tasche, die damit bei ist. Und ich stehe ja voll auf diese Jutebeutel, muss ich gestehen. Habe ich auch überall bei mir in allen möglichen Taschen noch zusätzlich mit dabei, wenn ich dann mal zusätzlich irgendwie was brauche an Stauplatz oder so oder auch in meinem Auto. Ne? Naturliebe aus ihrer Apotheke. Und das ist halt echt eine schöne Geschichte, dass du hier noch so einen richtig schönen Jutebeutel mit dabei hast. Ne? Finde ich klasse. Eben dieses Set kannst du sowohl im Zurose Online-Shop erstehen für, ich glaube, 28 Euro Quetsch, als auch in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Ich habe euch da zwei Hashtags reingesetzt. Einmal für dieses Paket und für das andere, was jetzt folgt. Boah, das ist schwer. Und zwar dürfen auch die Männer nicht leer ausgehen. Dieses Männerset kostet, ich glaube, 9,99 Euro. Soll aber beides natürlich einen viel, viel höheren Wert als das beinhalten, was du dafür bezahlst. Ne? Also das habe ich dir auch eben eingeblendet. Genau, das steht auch auf der Homepage und dann habe ich das einfach mal so übernommen. Das ist zum einen erstmal so eine schöne schwarze Kulturtasche, die man halt einfach verwenden kann zum Reisen oder zum Aufbewahren von Produkten. Und hier haben wir von Butcher's Sun einige Produkte drin. Mein Freund hätte sich wahrscheinlich ziemlich drüber gefreut, die zu verwenden. Aber wie gesagt, ich verlose es jetzt hier. Falls ich mich geirrt hätte und
die das dann doch von sich aus verschicken und ich die Sachen behalten darf, ist es natürlich auch fein, dann behalte ich die und frage dann meinen Freund, weil dieses Deo wird das safe haben wollen, denn er steht einfach auf dieses Deo, das hatten wir schon mal irgendwo mit drin in der Männerbox, das ist das Deodorant for Men mit Cooling-Formel, 24 Stunden Schutz, Medium, warm und erdig, mit Bergamotte und Lederduft. Das hatte der schon mal und das hat er echt hart gefeiert. Und ja, das ist halt echt eine ganz gute Geschichte. Und halt eine schöne Sache für Nikolaus Geschenk. Gut, jetzt ist heute Nikolaus, wo ich drehe, eher so ein Weihnachtsgeschenk dann, ne? Oder für mal so zwischendurch zum Jahrestag oder so. Hier haben wir von Butcher's Son das 2-in-1 Body and Hair mit Taurin und Koffein. Das würde der auch feiern. Auch hier wieder warm und erdig, der Duft, ne? Also das ist dann ein Shampoo. Ich schnupper mal vorsichtig dran, weil ich den Duft eigentlich echt gerne mag und ich hätte ihn gerne in der Nase. Oh ja, der riecht wirklich angenehm. Aber nicht so, dass er dich überfällt, ne? Das finde ich halt sehr angenehm. Und ja, das machst du dir dann einfach auf den Körper und auf die Haare, ne? Ist easy. So, das nächste, was hier drin ist, ist eine Face-to-Face Hydro Cream. Erfrischender Feuchtigkeitskick, pflegt intensiv, warm und ehrlich mit Koffein, Goji-Beeren und Provitamin B5. 50 Milliliter sind hier enthalten. Und das soll halt ein Superfood für die Gesichtshaut der Männer sein. Männer brauchen auch immer eine etwas andere Pflege als wir Frauen, weil die, doch eine etwas andere Hautstruktur haben. Die haben, ich glaube, eine dickere Lederhaut, kann man, ne? Ja, haben die. Und das hier ist einfach super praktisch, weil das ist so ein Pumpspender. Ich glaube, da macht man die Männer auch sehr glücklich mit, ne? Mein Freund hat aktuell eine Tube. Tada. Und die feiert er auch sehr. Und das hat auch so einen sehr erdigen, sehr holzig-waldigen Duft. Ich glaube mit Zirbelkiefer oder sowas. Und das findet er total super. Und ja, deswegen. Das wird auch nochmal 100 Jahre dauern, bis er das aufgebraucht hat. Aber hier ist auch noch eine Face Cream drin für den Mann. Finde ich gut. Und als letztes in dieser Tasche haben wir hier etwas sehr Cooles drin. Und zwar ist es ein Holzkamm. Ja, sowas finde ich echt schön. Das kannst du, also das kann der Mann als Bartkamm verwenden oder als Haarkamm, wie man halt möchte, ne? Also ich glaube, es ist eigentlich als Bartkamm gedacht. Aber ich finde sowas richtig schön, weil es so natürlich auch rüberkommt. Genau wie die ganze Marke an sich halt auch. Und auch dieses Set kannst du in diesem Video gewinnen. Auch dazu steht der Hashtag unten in der Infobox drin. Ich finde, die beiden Sets sind eigentlich ganz cool, weil ich persönlich bestelle meine ganzen Medikamente und Geschichten und so weiter sehr, sehr häufig im Online-Shop und dann halt auch gerne auf Vorrat. Und um dann immer so auf den Mindestbestellwert oder so zu kommen, kann man sich auch gut und gerne einfach mal so eine Tasche oder beziehungsweise eine Box mit reinpacken. Und ja, finde ich ganz cool. Und bei der Zoorose-Box sind die Sachen auch echt gut lange vorrätig. Also schaut auf jeden Fall dort gerne mal vorbei, denn zum Zeitpunkt des Videodrehs ist beides noch da. Und ich denke auch zum Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlichen werde, was ja auch recht zeitnah sein wird. Gut, so viel dazu. Jetzt gehen wir zum nächsten über. Und zwar habe ich wieder... Yay! Ich habe wieder einen 15% Rabattcode für euch von Corazul. Das ist der Code CLAUDICORAZUL15, blende ich euch hier ein, steht unten in der Infobox und überall. Ihr feiert das immer so hart, ne? Weil die so, so schönen Schmuck in ihrem Shop haben. Und ich wurde freundlicherweise auch wieder von denen ausgestattet und durfte mir 3 Produkte aus deren Online-Shop aussuchen. Vielen, vielen Dank an das liebe Corazul-Team. Ich finde das immer so klasse, denn der Schmuck, den die dort anbieten, ist halt so Schmuck mit Herz. Es ist was Besonderes, es ist einfach mal, du kannst da schlichten Schmuck finden, du kannst da aber auch richtig auffälligen und außergewöhnlichen Schmuck finden. Ich bin ja eher so der schlichte Typ, wage mich aber nach und nach immer mehr auch so an etwas besonderere Sachen ran. Hey, der größte Schritt, den ich überhaupt gemacht habe, mit Corazul vor allem, ist, dass ich auch Goldschmuck trage. Habe ich vorher nie gemacht. Genau, ja. Und deswegen habe ich 3 Sachen, die ich euch zeigen kann. Zum einen trage ich da schon einen Teil von. Ich rutsche mal eben näher ran. Schiebe das mal kurz zur Seite. Ich hole euch einfach näher ran. Ich glaube, das ist viel einfacher, oder? Ja. Ihr seht diese wunderschönen Ohrringe. Die habe ich jetzt auch schon in dem ein oder anderen Video getragen. Meistens unter meiner Weihnachtsmütze tatsächlich. Aber das hier sind die Ohrringe Xenia, glaube ich. Und die finde ich mega schön. Das ist so Silber und Gold, halt genau das, was ich in meinem Schmuck auch oft habe, ne? Denn ich habe zum Beispiel bei meinen Ringen auch einen goldenen Ring mit dabei. Und ich mag dieses Mixen von den verschiedenen Farben, die halt einfach da sind. Deswegen, also das sind die. Die sind total klasse. Und die sind ein bisschen schwer dran zu machen, um ehrlich zu sein, weil die so einen ganz dünnen Steg haben, der hinten in so eine Öse greifen muss. Also da muss ich immer ein bisschen friemeln, deswegen habe ich die jetzt auch eben schon vor dem Video drauf gemacht, weil es doch ein Weilchen immer dauert bei mir. Aber wenn sie dann da sind, finde ich die wirklich schön.
ne? Die klimpern auch ein bisschen, weil sich dieses Ding da unten drin immer wieder bewegt, mag ich gerne leiden. Und wenn ihr schon so nah seid, dann kann ich auch mal eben kurz zeigen, was ich drunter trage. Und zwar ist es diese schöne Kette. Das ist eine sehr schlichte, aber super edle Kette. Die ist so platt und ja, ich finde die einfach toll. Ne? Das ist halt auch wieder in diesem Gold-Style und ich habe euch auch eben das Material mal reingeschrieben, womit die Produkte sind. Es ist schon hochwertig. Ne? Du hast hier nicht irgendwelchen Killefit. Ja, es ist in dem Sinne kein hundertprozentiger Echtschmuck, also dass du jetzt echt Gold oder sowas hättest, also nicht durch und durch. Aber dafür ist es natürlich auch robuster, muss ich dazu sagen. Und was ich bei diesem Schmuckstück auch sehr, sehr feier ist, und das muss ich eben von hinten zeigen, das ist, dass du hier hinten halt einfach so eine normale Kette hast. Ne? Dass dieses, dass das hier nicht so durchgängig ist, weil ansonsten würden sich hier hinten meine Haare immer dran verkrubbeln. Und das tun die nicht, wenn du so eine Kette dabei hast. Also jedenfalls bei meinen Haaren, meine Babyhärchen hier hinten im Nacken. Und genau, deswegen. Das ist auch auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte, finde ich, womit man seine Freundin, seine Frau, wen auch immer zu Weihnachten glücklich machen kann. Ich habe jetzt hier so einen halben Rollkragenpullover an, deswegen sieht man das leider nicht. Aber gleich drehe ich ein paar Adventskalender-Unboxings, da wird man es dann sehen. Deswegen habe ich die einfach schon mal heute Morgen prophylaktisch angezogen. Die Produkte kommen auch immer in Geschenkverpackungen. Die Ohrringe waren zum Beispiel in diesem Case drin verpackt. Finde ich auch richtig cool, weil du hast dann auch immer so eine schöne Geschenkverpackung mit dabei, wenn man das Produkt dann auch weiter verschenken wird. Ne? Wobei die meisten Sachen kriegst du in Geschenkverpackung, aber ne? So sieht das dann aus und da waren die Ohrringe drin. Genau, jetzt sind sie an meinen Ohren. Da sind sie besser aufgehoben, finde ich. Und die Kette war in so einer Verpackung drin. Da habe ich jetzt tatsächlich auch noch eine zweite Kette drin, die jetzt gerade nicht zum Outfit gepasst hat. Und deswegen habe ich die hier jetzt nicht angelegt. Inspired by the Sun steht hinten auch drauf. Du hast halt auch diese Produkte, was ich ja auch in der ersten Kooperation hatte, mit den Ohrringen und dem Armband zum Beispiel, mit diesem Palmblatt. Richtig cool. Also das ist so für mich. Mittlerweile sehe ich auch, dass es Ganzjahresschmuck ist. Anfangs dachte ich erst, na, es ist ein bisschen eher so Richtung Sommer-Style und diese ganzen Chili-Vibes und Boho-Style und so weiter. Aber mittlerweile würde ich sagen, es ist schon ein ganzjähriger Schmuck. Gerade die Kette hat mich da auch echt zugebracht. Und finde ich klasse, muss ich sagen. Und hier habe ich die zweite Kette, beziehungsweise das zweite Halsschmuckstück, was aus zwei Stücken besteht. Wir sehen hier nämlich die beiden Ketten, die in diesem Schmuckstück vereint sind. Das sind zwei. Eine kurze, also das ist halt für dieses Layering, ne? Das sieht man hier hinten auch. Nehme ich jetzt hier mal raus. So, das besteht aus zwei verschiedenen Ketten. Das heißt, wenn man auch wirklich nur mal die oder nur die haben möchte, kann man die auch separat voneinander tragen. Da haben wir einmal eine relativ kurze Kette. Das ist diese hier, die ist sehr schlicht und hat diese Gliederform, finde ich aber wirklich elegant halt auch. Ne? Das kann man auch super schön zu einem Abendkleid tragen, jetzt so Richtung Weihnachten. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Und der andere Teil der Kette ist diese hier und die hat hier unten nochmal so ein Schwänzchen dran, nenne ich es jetzt einfach mal. Also quasi eine Verlängerung bei dem letzten Glied, was halt da ist. Und dann geht da ein ganz filigraner Strich runter. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Bin da ja nicht so affin drin. Und dann könnte man das theoretisch so layern und hätte dann quasi die Solo-Kette ein bisschen länger, wenn man möchte, als die mit dem Schwänzchen dran. Genau. So schaut das dann aus. Und ich glaube, so ist es auch auf der Homepage in der Art abgebildet. Ne? Finde ich richtig schön. Also das ist schon cool. Genau. Und das fühlt sich auch gut an. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, oje, oje, das ist eine komische Qualität. Das ist echt gute Qualität. Jo. Und das ist einfach Schmuck, der ist erschwinglich und preislich halt auch gesehen vollkommen in Ordnung, finde ich. Und ja, ich mag ihn gerne. Und das, was ich halt auch den Sommer über getragen habe, habe ich jetzt nicht zum Duschen oder Schwimmen oder so getragen, sondern einfach so ganz normal und dann auch, wenn ich geschwitzt habe und so, ne? Da hat er nicht abgefärbt oder sonst irgendwas. Also gute Qualität und ich glaube sogar, dass es vergoldeter Schmuck ist. Also dass man als Grund oder als Basis bei den Produkten so entweder Sterling Silber hat oder Edelstahl, ne? Das steht auch immer extra bei der Homepage mit dabei. Ich habe euch zu den drei Stücken jetzt auch eben eingeblendet und dann hast du das halt vergoldet. Finde ich mega geil.
Solltet ihr euch nicht sicher sein, was ihr dann aus dem Shop vielleicht an eure Liebste, euren Liebsten oder wen auch immer verschenken möchtet, gibt es auch die Möglichkeit, Geschenkgutscheine dort zu bestellen. Da habe ich jetzt exemplarisch einfach mal einen mitbekommen. Das ist ein Geschenkgutschein, der sieht dann so aus und das finde ich ganz hübsch, ne? Das ist schon süß gemacht. Da hat man dann auch nochmal so ein bisschen dieses Meeresfeeling. Finde ich richtig schön. Und das ist hier nochmal so eine kleine Auswahl. Hey, cool! Da ist sogar mein Armband. Das Armband, das habe ich ja auch. Genau. Ja, ne? Finde ich ganz nice. Und ihr hattet mich auch gefragt wegen der Schmuckfarbe. Ja, es ist tatsächlich von der Schmuckfarbe Gold. Ne? Also da gibt es nicht Silber oder Roségold. Da gibt es halt wirklich von der Goldfarbe, ach Quatsch, von der Schmuckfarbe her Gold. Außer bei dem hier zum Beispiel, da hat man noch ein bisschen Silber mit dabei. Auch da vielen, vielen Dank an Corazul, dass ihr mir die Produkte zusendet, dass ich sie hier zeigen darf und ja, dass ich den Gutscheincode teilen darf. Finde ich mega geil. So, jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich auch sehr interessant finde. Ich finde das alles interessant, ne? Ich bin nicht nur leicht zu begeistern, aber wenn ich die Produkte öde finden würde, würde ich die entweder nicht zeigen oder ich würde die Kooperation gar nicht erst annehmen. Also von daher könnt ihr euch sicher sein, dass wenn ich die Produkte zeige, dass ich die cool finde. Ich habe bei Octoly mitgemacht, bei so einer Geschichte. Da konnte man sich anmelden und für ein Programm bewerben, dass man halt was testen darf. Und da habe ich mich beworben für den PMD Clean Pro Smart Facial Cleansing Device with Active Warmth und Rose Quartz Messenger? Messenger, nicht Messenger, der schickt dir keine Nachrichten, der massiert dich, Claudi. Und ja, das ist ein Oschi, Leute, finde ich mega witzig, der ist ganz schön schwer. Ich hatte mir auch das ein oder andere Video natürlich vorher angeguckt, weil ich interessiert war und wissen wollte, was ist das für ein Teil. Und das scheint so ein Ding zu sein, womit du im Prinzip alles Mögliche in deinem Gesicht machen kannst. Du kannst es reinigen, du kannst dir Serien einarbeiten, ja, und massieren halt, ne? Und das soll dir einfach für ein besseres Hautbild sorgen. Ich mache dazu auch demnächst mal eine Insta-Story, beziehungsweise in meinem Insta-Feed mache ich dann so ein Video. Versuche ich mich mal dran, Leute, drückt mir die Daumen. Das ist dann mein erstes Video in meinem Insta-Feed. Genau. Und hier ist das Ding dann eingepackt. Ich finde es fancy. Ich mache das mit euch zusammen auch, Leute. Ich habe hier so ein Aufbewahrungsdingen. Ich setze euch auch mal einen Link dazu in die Infobox. Genau. Das ist das Case davon. Das heißt, so kann man das schön aufbewahren, sodass da jetzt nichts drankommt. Und vor allem ist es reisefreundlich. Das finde ich auch gut. Wobei ich jetzt nicht reise, aber es ist, glaube ich, für viele interessant zu wissen. Und das ist wirklich schwer. Wir haben hier auch ein Ladekabel mit dabei. Ach, solche Ladekabel, die sind ja nie weg, ne? Jo. Ja, das ist halt mit so einem, kannst du hier reinstecken und dann einen USB-Anschluss. Und das fühlt sich so toll an gerade. Das ist so schön. Also, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das sind hier so Noppen. Das ist halt auch sehr praktisch und die sind unterschiedlich dick. Guck mal. Und dann wird das vibrieren und warm werden. Das ist so spektakulär. Und auf der anderen Seite hast du ein Rosenquarz. Finde ich auch mega schön. Also wir hatten damals bei uns zu Hause immer Rosenquarz auch überall in den Räumen stehen, weil das hieß irgendwann mal, Rosenquarz soll schlechte Energien aufnehmen, Rosenquarz soll die Strahlung vom Fernseher und später auch vom Handy aufnehmen. Fancy, oder? Deswegen hatten wir überall bei uns im Haus Rosenquarz stehen. Ja, und der ist jetzt bestimmt nicht geladen, ne? Ne, den muss ich noch laden. Super Vorführeffekt, aber ich habe den ja live mit euch ausgepackt. Der ist auch ein bisschen flexibel, ist ja geil. Das heißt, da wird, ja. Das heißt, du bist ja nicht zu doll zu deiner Haut, du kannst gar nicht zu doll sein. Ich glaube, das werde ich heute Abend mal verwenden, um mich so abzuschminken. Mache ich so meinen Cleanser drauf und kann das so verreiben. Über die Augen ist, glaube ich, schwierig. Das würde ich jetzt eher weniger machen, oder? Na, muss ich austesten. Und dann übers Gesicht. Vielleicht kommt er auch mit unter die Dusche, muss ich mal schauen. Unter der Dusche verwende ich ja auch ganz gerne solche Tools, einfach weil unter der Dusche ist alles so ein bisschen fancy bei mir, ne, für mich innerlich. Und auf der anderen Seite hast du diesen Rosenquarz und damit kannst du dann, wie beim Rose Quartz Roller halt, ne, Seren und so weiter einarbeiten. Da bin ich mal gespannt, inwiefern ich das verwenden werde, weil ich bin da ja eigentlich nicht so der Ultra-Fan von diesen Rollern. Aber jetzt mal in der Theorie, wenn das auch noch warm wird, wird das vielleicht schneller funktionieren und dann ist es vielleicht auch gar nicht so, ne, dass ich so lange dafür brauche. Ich muss einfach mal gucken, wie ich damit klarkomme. Ne? Aber wie gesagt, wird noch ausgetestet und ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich da erstmal überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, das zu testen. Also vielen, vielen Dank an die lieben Leute bei Octoly und bei PMD, dass ich dort jetzt an dem Produkttest teilnehmen darf. Finde ich cool. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, so vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk.
Man weiß es nicht. So, wir kennen alle die liebe Lea, ne? Die liebe Lea, die hat mit mir auch schon das ein oder andere Tauschpaket gemacht und die hat mir gefragt, ob sie mir ein Beauty-Paket zuschicken darf. Die liebe Lea und ich werden auch nächste Woche einen Telefoncall zusammen haben, wo sie mir ganz genau erklären wird, wie ich die Produkte anzuwenden habe. Und jetzt gucken wir mal, was sie mir in diesem Packerl geschickt hat. Ich verlinke euch unten in der Infobox auch ihren Instagram-Account, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und falls ihr auch Bock haben solltet, einen Hautberatungstermin mit ihr zu machen, dann schreibt sie mal an. Denn sie ist neu bei dieser Firma angefangen und ist quasi Trainee dort und muss einfach die ein oder andere Hautberatung machen, ne, um in ihrer Ausbildung halt weiterzukommen. Und es wäre ziemlich cool, wenn wir als Community sie unterstützen würden. Da geht es ja wirklich erstmal um die Hautberatung an sich. So, Lea, sie hat es mir in rosa eingepackt, das ist ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. Hallo liebe Claudi, vielen Dank für dein Vertrauen. Lea, natürlich. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich lese es nochmal vor, ist gut. Ich freue mich sehr auf die Hautberatung. Habe dir die Produkte noch einmal einzeln aufgeführt, aber darüber reden wir dann. Und ein Herzchen. Fühl dich gedrückt, Lea. Vielen, vielen Dank, liebe Lea. Du hast sogar ein Thank-You-Sticker hier drauf gemacht. Ich raste aus. Dieses pinke Papier ist schon mal richtig hübsch. Oh. Und da sind die einzelnen Produkte drin, über die wir sprechen werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie mir das denn aufgeführt hat. Ich sehe jetzt hier keinen Beileger. Doch, hier unten drunter sind Beileger. Okay, das ist cool. Und da sind auch Zahlen drauf. Alles klar. Dann kann ich euch nämlich sagen, was das ist. Weil sie ja auch so ungefähr, ne, zum einen sieht sie meine Haut ja fast täglich in den Videos. Zum anderen habe ich ihr echt sehr unkomfortable Nahaufnahmen von mir geschickt. Also so viel zu vertrauen. Okay, dann gehen wir jetzt mal durch. Ich habe hier die Nummer 2. Das ist ein kleines Pöttchen. Das sind alles jetzt so kleine Pöttchen, ne? Das ist eine Whitening Zahnpasta. Bin ich sehr gespannt drauf, was sie mir damit sagen will. Okay, dann hat sie mir in der Nummer 4 ein Produkt reingelegt. Das ist die Zaubermaske. Oh ja, geil. Gletscherschlamm gegen Mitesser und große Poren. Also so eine Schlammmaske, ne? Da bin ich ja Fan von. Das gucken wir uns ganz genau an. Dann habe ich hier in der Nummer 6 etwas. Das ist Soul Solution, trockene Hände und Füße, Hornhaut und Neurodermitis. Ja, da bin ich ja so ein bisschen vorbelastet durch meine Mama tatsächlich mit der Neurodermitis. Das stimmt wohl, habe ich manchmal Probleme mit. Aber an Händen und Füßen habe ich ehrlich gesagt nicht so das Problem. So, das hier ist, wie süß ist das denn? Nummer 2. Hä? Whitening Zahnpasta? Nein. Das ist Powerlip Perfection. Das gibt es auch in Metallic, hat sie geschrieben. Da hat sie mir auch eine Probe zu beigelegt, dass ich quasi swatchen kann. Mache ich aber nicht im Video, das mache ich mit ihr, wenn ich den Call habe. Dann habe ich hier die Nummer 3. Das ist ein Enhancer für gereizte Haut, trockene Stellen und ist entzündungshemmend. Und das ist hier das Produkt. Das ist so ein grünes Gel. Spektakulär. Dann haben wir die Nummer 7, Liquid Body Bar, auch fest erhältlich. Und das ist Feuchtigkeitsduschgel. Okay. Ja, im Prinzip sind das wirklich nur kleine Abfüllungen, hat sie mir auch geschrieben, dass ich mir das angucken kann, riechen kann und so weiter. Wirklich zum Austesten werden die Produkte nicht unbedingt reichen. Dann habe ich hier die Nummer 1, das ist das oder die Baobab Body Butter. Gegen Dehnungsstreifen habe ich und gegen eine trockene Haut. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe wirklich Dehnungsstreifen. Ne? Ich bin zu schnell gewachsen in meiner Jugend. Deswegen habe ich an den Oberschenkelinnenseiten halt meine Dehnungsstreifen. An den Hupis auch so ein bisschen und an den Seiten auch. Aber die verblassen halt. Ne? Mittlerweile ist es halt einfach nur so, dass wenn ich braun werde, sieht man halt weiße Streifen. Damals waren sie lila. So, hier habe ich jetzt die Nummer 8. Das ist bestimmt ein Peeling. Sieht so fancy aus. Liquid Body Lufra. Ein Body Peeling mit Walnussschalen und ohne Mikroplastik ist das. Cool. Ja, ihr seht da jetzt nicht so viel von, ne? Aber ich möchte euch einfach zeigen, was wir dann in unseren Termin mit einbinden werden. Und hier habe ich von den Lippies die Nummer 1. Auch das ist eine schöne Farbe. Und das ist Explore, ein Power Lip. Mhm. Da bin ich echt gespannt, ne? Finde ich spektakulär. So, dann die Nummer 9. Das ist Ylang Ylang Maske Feuchtigkeit und Detox. Die sieht auch cool aus. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, ob diese Masken in irgendeiner Art und Weise gegen die Oystermaske von Dalton, und da kommen wir gleich zu, gegen anstinken können. Ich glaube nicht, bin ich ehrlich. Dann habe ich hier die Nummer 5.
Ist das eine Foundation? Das sieht, oder eine BB-Cream? Das sieht aber sehr dunkel aus, ne? Alter Schwede. Eine CC-Cream verstopft die Poren nicht und ist mit Lichtschutzfaktor 15. Ja, also die Produkte schauen wir uns mal an. Das sind 9, 10, 11 Produkte. Genau. Und wie gesagt, da habe ich jetzt, ups, mit ihr einen Telefon-Call und dann schauen wir mal. Lea, ich bin sehr gespannt, was du mir dazu zu sagen hast, doch. Und jetzt kommen wir zu einem Paket, was mir die Firma Dalton zugeschickt hat. Ich bin ein bisschen baff, denn ich habe damit nicht gerechnet. Die hat mich letztens angeschrieben, ob ich noch irgendwie Nachschub von irgendwas brauche. Und da habe ich gesagt, naja, vielleicht, wenn ich darf, die Oystermaske fände ich ziemlich cool. Weil ich habe eigentlich so viel von denen bekommen, die verwöhnen mich ja so sehr, ne? Ja, und jetzt haben die mir ein Weihnachtspaket geschickt, Leute. Das ist ganz schön groß und ich bin super gespannt, was da jetzt drin ist. Und es ist quasi mein erstes Weihnachtsgeschenk, was ich jetzt mit euch zusammen auspacke. Scharf. So, ja, ich habe nämlich, weil ich neugierig bin und weil ich nicht wusste, was mich erwartet, schon das Seidenpapier aufgemacht. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das so aussieht, wenn es bei einem dann so eintrifft. Und zwar, hier steht auf dem Klebi, frohe Weihnachten, danke für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Mega geil, so ein Seidenpapier. Und hier habe ich einen Brief und irgendwie ist da eine Decke oder ein Handtuch oder sowas, was da wohl drin ist. Okay, Dalton hat mir geschrieben. Liebe Claudi, schon wieder ist ein Jahr vorbei und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Das Dalton-Team wünscht dir und deinen Liebsten von Herzen eine schöne Adventszeit und ein frohes Fest. Zudem möchten wir den Anlass nutzen, um uns ganz herzlich bei dir für die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten zu bedanken. Wir hoffen, wir können dir mit unserem Kuschelpaket eine kleine Freude bereiten. Wir wünschen dir auch jetzt bereits ein schönes und vor allem aber gesundes neues Jahr 2021. Dein Dalton-Team und hier haben die Vanessa und die Denise unterschrieben und Denise hat mir sogar ein Herzchen daneben gemalt. Das sind die beiden, die mich halt betreuen, sage ich jetzt einfach mal. Genau, mit denen ich auch die Hautberatung mache, wo ich mich auch mit austausche, wenn irgendwelche Komplikationen in meinem Gesicht auftreten während der Anwendung von den Produkten, wo ich Feedback gebe. Ich habe euch ja auch den Dalton-Test abgedreht, den ich euch hier oben mal verlinken kann. Ja, auf jeden Fall betreuen die mich wirklich gut und hier ist wirklich eine schöne Karte. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Das ist echt süß. Und dann hast du ein Hirsch. Vielen, vielen Dank, liebe Denise und liebe Vanessa. Ihr macht das echt klasse. So, eine schöne Weihnachtszeit wünscht dir das Dalton-Team. Habe ich hier auch noch drauf. Was haben die hier hinten stehen? Essen? Goldprämiert Rosentrüffel mit einem Schuss Prosecco ummantelt mit weißer Schokolade? Für Pralinen-Nachschub www.greindelpralinenshop.de. Geil, haben wir hier Pralinen drin? Kann ich essen? Na, scharf. Wir gucken mal. So, dann habe ich hier noch eine Dalton-Geschichte, umdrehen und entdecken. Das ist schon schön gestaltet, ne? Da hat sich jemand Mühe gegeben. Oh, habe ich die Sachen da drin? Entdecke jetzt exklusiv als erstes unsere neuen Produkte. Anti-Pickel-Express-Maske, Anti-Aging-Handcreme und Hydrogel-iPads. Okay, das ist neu, oder? Das sind neue Produkte. Darf ich das überhaupt zeigen? Bestimmt. Bestimmt darf ich. So, der Christian hat hier mein Paket gepackt. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für Dalton Marine Cosmetics entschieden haben und hoffen, dass Sie mit Ihrem Einkauf zufrieden sind. Ihre Bestellung wurde gepackt von Christian. Voll schön. Und ja, so ein Kärtchen hat man immer dabei, wenn man dort bestellt. Und ich streichle hier schon dieses Flauschi-Ding, was hier neben mir ist. Und da sind die Produkte eingeschlagen. Das heißt, wir sehen am Ende dann das Fleisch. Flauschi-Ding. Leute! Ich halte, wie oft halte ich diesen Karton jetzt hoch, ne? Na, voll geil. Ich habe hier ein richtig tolles Weihnachtspaket. Okay, hier haben wir einmal, was wir eben schon gesehen haben. Achso, falls ich irgendwelche Codes habe, verlinke ich euch die hier irgendwo. Schreibt die in die Infobox und tanzt drum zu. Ich weiß es nicht. Ich packe euch die jedenfalls rein. Als erstes haben wir hier die Hydrogel-iPads. Da hatten die ja schon von geschrieben. Instant Effekt mit Panthenol und Hyaluronsäure. Bye bye Tired Eyes. Also tschüss müde Augen. Feuchtigkeitsspendend, glättend, beruhigend und eine Anwendung sind hier drin. Ich finde es immer cooler, wenn man so eine richtige, ne, so 60 Pads in einem hat, weil du dann weniger Müll hast, aber trotzdem. Duftstofffreie Augenpads für einen strahlend schönen Blick nach einer langen Nacht oder als schneller Pflegebooster zwischendurch. Die aus einem Rotalgenextrakt bestehenden Hydrogel-Pads polstern dank Hyaluronsäure feine Fältchen und Krähenfüße im Augenbereich unmittelbar auf. Boah, kann ich das gebrauchen, ey.
Panthenol beruhigt die sensible Augenpartie innerhalb nur weniger Minuten und sorgt für ein ausgeglichenes Ergebnis. Dank des nachhaltigen Hydrogelmaterials schmiegen sich die Pads an wie eine zweite Haut und ermöglichen perfekten Halt kombiniert mit höchstmöglichem Tragekomfort, mit sofort sichtbarem Refreshing-Effekt. 10 Minuten lässt du die drauf und dann ist das echt eine Party. Finde ich geil. Das feiere ich. Mega cool. Das finde ich echt cool. Und da habe ich gleich 3 Stück von. Yay! Ja, vielen, vielen Dank. Ne? Augenpads kann ich gut gebrauchen, verwende ich auch wirklich häufig. Wichtig ist halt auch zu wissen, Dalton ist marine Kosmetik, das ist wirklich super hautfreundlich. Also ich hatte keine Produkte, die meine Haut irgendwie was gebrannt hätte oder unangenehm gewesen wäre oder so. Es war teilweise sogar fast schon zu sensibel für meine Haut, also auch so Augencreme. Ne? Wobei ich da die Q10 Augencreme richtig geil fand. Ja, und wir hatten letztens sowas auch mit in der Glossy Box, da habe ich mich auch tierisch drüber gefreut. Eine Augencreme war das tatsächlich. Und ja, ne, finde ich geil, weil wir Menschen, das habe ich mir nämlich wundervollerweise so gemerkt, wir Menschen oder alles Leben kommt aus dem Meer. Und deswegen ist Marinekosmetik richtig gut für uns als Pflege, eben weil das dann ja quasi unserer Ursprungsmolekulargeschichte nachempfunden wurde quasi, sodass es halt sehr, sehr hautverträglich ist. Und das merkt man einfach, wenn man die Produkte anwendet. Ne? Ja, nur mal so. Okay, Labarababa, ich habe hier auch noch dieses geile Ampullenset bekommen. Marina Anti-Aging Ampuls und die finde ich so, so klasse. Die hatte ich auch schon mal verwendet. Das ist so eine Kollektion aus 5 verschiedenen Ampullen, müsste das sein, genau. Und da hat man halt wirklich die ganzen Ampullen drin. Richtig geil. Die sind toll. Oh, kann ich euch so als Geschenkset auch voll empfehlen. Ne? Ich hatte das letztens auch schon mal irgendwo mit erwähnt, dass Dalton auch so schöne Geschenkpakete hat. Schaut auf jeden Fall dort in deren Onlineshop vorbei. Ich verlinke euch dies, das, Ananas, alles Mögliche unten in der Infobox. Schaut da wirklich gerne mal vorbei. Ich mache jetzt nicht so ein klassisches, das wäre mega die Idee als Weihnachtsgeschenk-Video. Glaube ich nicht, dass ich das machen werde. Kriege ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr gedreht. Aber was ich euch hier so zeige, versuche ich euch einfach so als Inspiration mitzugeben, falls ihr noch für jemanden sucht. Vielleicht mache ich doch noch so ein Video. Ich weiß nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch nur so eine Inspo, ne? Falls ihr mal was verschenken wollt. Hier sind doch bestimmt die Pralinen drin, oder? Hier hinten steht nämlich Kreindl drauf. Oh, Naschis. Oh. Ihr verleitet mich zu Dingen, ne? Und danach kommt die Anti-Pickel-Maske. Mhm. Wenn meine Haut mal wieder ausrastet, weil ich zu viel Süßkram esse, boah, sehen die geil aus. Boah, vielen Dank, liebes Dalton-Team und liebe Kreindl-Manufaktur wahrscheinlich. Mega, das Gold mit drin. Nein, das esse ich dann gleich und gönne mir das quasi als, ich habe fertig. Sonst habe ich hier gleich einen Schokomund oder irgendwas zwischen den Zähnen, wenn ich hier mit weiterdrehe. Echt schön gemacht. Und dann hast du auch noch so ein schönes Geschenkpäckchen mit dabei. Das ist toll. Das ist echt schön gemacht. So, dann gibt es hier auch noch die neue Handcreme mit drin. Handcreme kann man jetzt aktuell gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich mir aktuell die Hände wasche, desinfiziere und so weiter. Ich brauche einfach Handcreme und vor allem gute, reichhaltige. Und das hier ist eine Pigmentation Control, also Anti-Aging Handcreme. Ja, wir werden alle nicht jünger, ne? Auch ich werde nicht jünger. Ich habe auch schon das ein oder andere Überpigmentierte auf meiner Hand oder halt einfach Punkte. Ich habe auch sehr viele Narben auf meinen Händen, aber da kann ich nicht gegen an. Das sind halt, ich nenne es einfach Kriegsverletzungen, die ich damals mir zugezogen habe beim Kebbeln als Kind, wo man dann, ach, traurige Zeit. Naja, aber auf jeden Fall habe ich die Narben und das ist mit Braunalge. Mit diesem, genau, Zellumer-Meeresextrakt. Das ist dieses ganz, ganz krasse Zeug. Anti-Aging-Meeresextrakt aus 6 interaktiven Wirkstoffen zur Verjüngung, Versorgung und zum Schutz der Haut. Mega cool. Also, ne, das wird dann auch eine reichhaltige Nummer sein. Freue ich mich drauf, das zu verwenden. Und hier haben wir auch die neue Maske. Die probiere ich heute Abend direkt aus, denn ich habe echt unreine Haut. Ich habe hier ein Vieh, da ein Vieh, da ein Vieh, da ein Vieh. Da ein Vieh, habe ich super übergeschminkt, ne? Den einen oder anderen Punkt habt ihr wahrscheinlich eben schon aus der Nähe gesehen. Aber yeah, das wird auf jeden Fall benutzt. Für unreine Haut und das ist, das weiß ich noch gar nicht, einfach so eine Tuchmaske, ne? Ja. Ist hier irgendwas Spezielles? Angereichert mit biotechnisch gewonnenen marinen Peptiden, die das Hautbild auf natürliche Weise verbessern. Sie wirken präventiv gegen Unreinheiten und minimieren die Pickelgröße effektiv, ohne die Haut zu reizen. Das finde ich nice, Leute. Durch kleine Entzündungen entstandene Rötungen, habe ich, werden innerhalb kürzester Zeit reduziert
wodurch das Hautbild deutlich ruhiger wirkt. Schön. Für jeden Hauttyp, besonders die unreine Haut, geeignet. Das finde ich echt klasse. Und das lässt du dir 10 bis 15 Minuten drauf, wie halt die normalen Masken auch. Und die ist jetzt neu. Die wird ausprobiert. Stoff ist auch noch mit dabei. Den werde ich mir gönnen. Ja, ich trinke ja eigentlich nicht so wirklich Alkohol, aber jetzt zur Weihnachtszeit. Ach ja, das ein oder andere Gläschen darf dann auch mal sein, Leute. Genau. Ja, von Rabes. Rabes kenne ich nicht. Rabe. Joachim Rabe. In St. Martin. Ach, wie süß. 12% ist da. Oh mein Gott. Das ist, ja, ne, gerade Glühwein, Leute. Sowas ist ja immer sehr intensiv. Finde ich aber cool. 250 Milliliter passt auf jeden Fall. Und hier habe ich jetzt das Flauschi, was ich rausnehmen kann. Boah, das ist eine Riesendecke. Hier haben wir das Dalton-Logo drauf. Tada. Und dann kann man sich da einmurmeln. Und dann kann man sich mit der Decke vor den Kamin murmeln. Und dann, oh, ist das schön. Dankeschön. Ich finde das so cool. Die ist halt so richtig plüschi-flauschi, ne? Fühlt sich auch so ein bisschen an wie Sammys Ohren. Mega geil. Und das ist so ein schönes Grau. Mag ich. Passt auf jeden Fall zu unserer Couch. Ja, also auch an Dalton. Vielen, vielen Dank für die coole Zusammenarbeit. Das ist echt eine sehr, sehr gute Geschichte. Und da können sich andere echt eine Scheibe von abschneiden, denn es macht mir auch richtig Freude. Und auch vielen, vielen Dank an alle, die jetzt das Video geschaut haben. An alle, die mich unterstützen und überhaupt dazu beitragen, dass diese Kooperation entstehen können. Denn ohne euch wäre das alles echt nicht möglich. Deswegen auch Danke an euch. Ich versuche diese Dankbarkeit. Ach, reden kann sie auch nicht mehr, immer wieder zurückzugeben, indem ich halt immer wieder Verlosungen auch für euch mache und ja, genau. Deswegen hoffe ich, dass ich euch damit auch eine kleine Freude bereiten kann, indem ich jetzt diese zwei Sets von Zur Rose auch an euch verlosen werde. Und ja, jetzt werde ich noch ein bisschen die Decke flauscheln, denn die fühlt sich echt toll an. Ihr Lieben, ich bin hin und weg. Es waren echt coole Pakete. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!